Hallo, willkommen zum Highcut Short Clip. In diesem Video möchte ich Ihnen einige Neuerungen im Blechbereich zeigen. Und beginnen möchte ich hier mit dem Ribbon Kantblech, wo wir ein bisschen die Anordnung der einzelnen Funktionen überarbeitet haben. Und zwar zum Beispiel das Verbindungsblech, was jetzt eben hier mit an die Oberfläche gerutscht ist. Und das Ganze eben hier alles unter Neu wurde im Grunde zusammengefasst. Weiterhin gibt es Erweiterungen im Bereich zum Beispiel Lasche entlang Skizze. Das Ganze wurde überarbeitet. Also wenn ich beispielsweise jetzt hier eine Lasche entlang Skizze anfügen möchte, habe ich jetzt hier auch die Möglichkeit, direkt, falls ich noch keine Skizze habe, eine neue anzulegen. Ja, beispielsweise hier unten auf diese Fläche möchte ich gerne die Skizze legen. Drehe das Ganze entsprechend einmal ein. Und würde dann hier in dem Bereich natürlich dann meine Skizze zeichnen, die ich dann eben hinterher entsprechend ankanten möchte. Übernehme die Skizze, muss natürlich einmal eine Anschlusskante festlegen, also in dem Fall die äußere Anschlusskante, und könnte dann in dem Zuge diese Lasche hier ankanten. Das ist eine Erweiterung. Die nächste Erweiterung betrifft auch nochmal Lasche ankanten. Und zwar, wenn ich eine Lasche ankante, die größer ist als das eigentliche Grundblech. Also als Beispiel auch hier wieder, ich möchte eine Lasche ankanten und würde jetzt hier in diesem Dialog sagen, dass ich beispielsweise den ersten Punkt, der ist mal relativ enter, von dem Punkt aus in minus x 200. Und der zweite Punkt, relativ enter, ist jetzt hier von dem Punkt aus 200 positiv. Auch hier natürlich die äußere Anschlusskante ist wichtig und habe dann in dem Fall die Möglichkeit, auch hier diesen Freischnitt mit zu kreieren. Also in dem Fall die Einstellungsmöglichkeiten hier mit in diese Lasche ankanten übernehmen. Ja, also das wäre der Bereich für Lasche ankanten. Dann haben wir den Exportbereich, also für die Abwicklung zu BXF überarbeitet. Bedeutet, gehen wir hier einmal in diesen Blattbereich. Dort habe ich mal ein paar Abwicklungen in diese Zeichnung gepackt. Und wenn wir jetzt hergehen und uns nochmal das Ribbon-Kantblech anschauen, sehen wir im Grunde, dass jetzt hier diese Exportfunktion zusammengefasst wurde. Also recht überschaubar das Ganze mittlerweile. Nicht mehr mit so vielen Unterpunkten, Unterfunktionen. Bedeutet natürlich die erste Funktion, ich habe nach wie vor die Möglichkeit, einen DXF zu erstellen, mir den Speicherplatz auszusuchen und dann natürlich das Ganze als DXF oder eben als DWG oder als TOPSGEO abzuspeichern. Dann die Möglichkeit halt, wie schon bekannt, eben alle Bleche abzuwickeln und zu exportieren, eben über diesen einen Dialog, wo ich auch die allgemeinen Einstellungen machen kann, möchte ich zum Beispiel DXF oder DWG einstellen können. Also in dem Format kann ich das Ganze hier noch umstellen. Oder ich weiß, ich möchte gerne DXF im LVD-Format rausschreiben oder eben das Ganze nach TOPSGEO. Entsprechend sind die Einstellungen dahinter direkt schon eingetragen. Die restlichen Sachen sind im Grunde auch schon wie gehabt. Ich kann eben den Dateinamen aus der Konfiguration erstellen lassen. Ich kann natürlich auch manuell eingreifen. Genauso kann ich eben den Modus der Abwicklung, soll sie komplett rausgeschrieben werden, also so wie jetzt hier beispielsweise mit Biegelinien und Biegewinkel und so weiter, oder möchte ich eine ganz normale Schnittkontur einfach nur rausschreiben für den entsprechenden Laser. Ja, letztendlich würde ich dann hier natürlich sagen, er soll vielleicht alle Bleche rausschreiben und dann bekomme ich entsprechend eine Ergebnisliste mit den Sachen, die er rausschreiben würde und auch mit den zukünftigen Dateinamen, der natürlich jetzt hier entweder aus der Konfiguration kommt oder eben manuell eingestellt werden kann. Das wäre die Möglichkeit, eben alle Bleche rauszuschreiben, oder wenn ich jetzt beispielsweise nur Bleche rausschreiben möchte, die jetzt hier in meiner Szene, beispielsweise jetzt hier in diesem Blattbereich sind, kann ich die einmal genauso wie gerade auch gestützt mit den allgemeinen Einstellungen entweder einzeln auswählen, bedeutet also
die möchte ich haben, die möchte ich haben. Oder ich sage eben hier prinzipiell, sollen alle Abwicklungen rausgeschrieben werden, die jetzt hier eben in diesem Fall in dieser Szene drin stecken, also beziehungsweise in diesem Blatt drin stecken. Ja, letztendlich sage ich exportieren und habe dann im Grunde meine Abwicklung rausgeschrieben. Und letztendlich kann ich dann noch sagen, okay, schließen. Er soll einen entsprechenden Report erstellen, den ich dann natürlich auch, wenn ich möchte, durchaus auch im HiCut auf die Zeichnung bringen kann, um eben vielleicht eine weitere Information in der Fertigung den Mitarbeitern mitzugeben. Ja, das war's für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.